Thema Mitarbeiterwertschätzung. Wie leben Sie das bei sich im Hotel? Ja, wir haben einige Programme. Also ich denke ganz generell, ist es zuallererst die Kommunikation, die wirklich wichtig ist. Viel erklären, viel sprechen, ein reger Austausch. Wie ist die Erwartungshaltung und was kann getan werden, um jeden gut sich fühlen zu lassen? Ja, und das haben wir schon relativ zeitnah begonnen hier am Anfang der Pandemie und aufgrund dessen auch wirklich erfüllen wir die Bedürfnisse der Kollegen relativ gut jetzt mittlerweile, um nicht zu sagen ausgezeichnet, sodass die Fluktuation Gott sei Dank jetzt endlich gen Null wieder gekommen ist. Welche Aktivität sollte denn ein Gast, der bei Ihnen wohnt, unbedingt in Ihrem Hotel oder auch im Hotelumfeld, also in der Stadt, machen? Also ich denke, dass jeder Gast auf jeden Fall die Dachterrasse bei uns ausprobieren sollte. Im Sommer ist es ein großartiges Outdoor-Konzept mit DJ, ist eine Riesenparty jeden Abend, und im Winter haben wir eine Kuppel, einen Dome aufgebaut, jetzt ab nächster Woche, ab Dezember, wo man private Feiern hier unterhalten kann, und das ist mit Sicherheit eins der Highlights bei uns im Haus. Sind Sie eher der Typ Berlin oder eher der Typ London? Ich habe in beiden Städten gelebt und gearbeitet, von daher ist es eine sehr, sehr schwierige Frage. Und ich glaube, dass beide Städte sehr, sehr reizvoll sind und wirklich ganz viel bieten können. Ja. In Berlin, diese Energie, die Stadt mit sich bringt, ist wirklich einzigartig. Und in London, das kosmopolitische Flair, die Ethnic Cuisines. Von daher, ich bin gerne in beiden Städten. Was ist denn so die Reiseerfahrung, die Ihnen im Gedächtnis geblieben ist, an die Sie sich immer wieder gerne zurückerinnern? Die ist wahrscheinlich, nachdem meine Tochter geboren wurde, in Boston, und nachdem wir wenige Wochen später Whale-Watching gemacht haben. Und das war so das erste große Erlebnis, was ich zusammen hier mit einer kleinen Familie erleben durfte. Das erste große touristische Ereignis.